Dieses Formular füllst du zusätzlich zum Formular SB1 aus, wenn du dort bei Punkt 1 angekreuzt hast, dass du dich für mindestens 4 Jahre selbst mit einem Mindestjahreseinkommen von 8.580 Euro erhalten hast. Wenn im Weiteren die Rede von selbst erhalten ist, ist ein Mindestjahreseinkommen von 8.580 Euro gemeint. Auch bei diesem Betrag handelt es sich weder um einen Brutto- noch einen Nettojahresbetrag. Das Jahresbruttoeinkommen abzüglich der Sozialversicherung, der Werbekosten und der Sonderausgabenpauschale muss mindestens 8.580 Euro betragen. Bitte beachte, dass der zu erreichende jährliche Selbsterhalt vor September 2017 etwas geringer ist. Lass dich bei Unsicherheiten von der zuständigen Stipendienstelle oder deinem ÖH-Sozialreferat beraten, ob auch du Anspruch auf ein SelbsterhalterInnen-Stipendium hast. Ein Antrag einzubringen ist aber auf jeden Fall zu empfehlen. Falls du noch keine 4 Jahre Selbsterhalt erreicht hast, besteht auch die Möglichkeit, während eines bereits laufenden Studiums, für das keine Studienbeihilfe bezogen wird, Zeiten des Selbsterhalts zu erwerben. Hier musst du am Anfang wieder deine personenbezogenen Daten ausfüllen. Wichtig ist hier anzugeben, in welchen Kalenderjahren du dich selbst erhalten hast. Dann musst du angeben, ob du schon einmal studiert hast bzw. was du studieren möchtest. Achtung! Grundsätzlich kannst du diese Beihilfe nur in Anspruch nehmen, wenn du das Studium vor deinem 30. Geburtstag antrittst. Diese Grenze erhöht sich für SelbsterhalterInnen um ein weiteres Jahr für jedes volle Jahr, in dem sie sich über die 4 Jahre hinaus selbst erhalten haben. Aber nur bis maximal zum 35. Geburtstag. SelbsterhalterInnen mit Kindern haben jedenfalls Anspruch bis zum 35. Geburtstag.